I have to thank Father Neil for giving me a very concrete title for this paper. Only a little bit too large. The saving work of Jesus Christ. I hope you will forgive me for not covering the whole of the subject. The narrative of the fall in Genesis 3 describes the state of humans after the transgression of God's commandment as one of almost total estrangement. Also der Titel ist Das Heilswerk Jesu Christi. Und weil das Thema viel zu groß ist, ist es verkleinert auf den Aspekt durch die Linse des heiligen Apostels Paulus. Die Geschichte vom Fall in der Genesis Kapitel 3 beschreibt den Zustand der Menschen nach der Übertretung des Gebotes Gottes als einen von totaler Entfremdung. The first locus of estrangement is the self, as Adam and Eve experience shame upon seeing their nakedness, that is, perceiving themselves deprived of grace due to their disobedience. Der erste Platz oder Ort der Entfremdung ist das Selbst. Als Adam und Eva die Schande, die Scham erfahren, indem sie sich selbst sehen, und zwar indem sie ihre Nacktheit sehen, das ist, indem sie wahrnehmen, sich selbst wahrnehmen als von der Gnade beraubt, aufgrund ihres Ungehorsams. Additionally, they fail to assume responsibility for their action. To experience shame for their nakedness is to feel ashamed of who they were. To evade accountability for the action, for their action is to feel ashamed of what they did. The split in the human persona is already a fact. Zusätzlich schaffen sie es nicht, die Verantwortung für ihre Tat zu übernehmen. Sie erfahren Scham für ihre Nacktheit. Scham für ihre Nacktheit zu erfahren, ist beschämt zu sein von dem, was sie taten, indem sie sich... For who they were. Entschuldigung. Schande zu erfahren für ihre Nacktheit ist, Scham zu empfinden für das, was sie waren. Um der Verantwortung zu entgehen für ihre Tat, haben sie sich geschämt für das, was sie taten. Die Trennung oder die Spaltung in der menschlichen Person ist jetzt schon ein Faktum. Estrangement does not negate the sin, it only serves to perpetuate the state of guilt. Next comes the estrangement between humans, as Adam accuses Eve for his own disobedience, thus creating a paradigm for every human misunderstanding, namely blaming the other, followed by their estrangement from God, the root of all estrangement. Die Selbstentfremdung setzt die Sünde nicht außer Kraft. Sie dient nur dazu, den Zustand der Schuld zu verlängern. Als nächstes kommt die Entfremdung zwischen den Menschen, indem Adam Eva für seine eigene Ungehorsam die Schuld zuschiebt und damit ein Modell schafft für jede Art von menschlichem Nicht-Verstehen gegenseitigem, indem man nämlich den anderen beschuldigt
Und die Konsequenz davon ist eine Entfremdung von Gott. Und das ist die Wurzel aller Entfremdung. Adam und Eve. Adam and Eve expressed this passively by fearing his approach, and actively when Adam insinuates that the Creator bears primary responsibility for the sin of his creatures. Adam und Eva drücken diese Tatsache aus, einerseits passiv, indem sie Angst haben vor dem Kommen Gottes, und andererseits aktiv, wenn Adam nahelegt, dass der Schöpfer selbst die Grundverantwortung hat für diese Verantwortung hat für die Sünde seiner Geschöpfe. As God presents them with the implications of their act, their estrangement is furthered even more. From paradise, the place of intimate communication with God, from nature, the rest of creation, commanded to be hostile towards the creature that disregarded the will of the Creator, and indeed from life itself bestowed upon them by the Spirit of God, which Adam and Eve were breathing in when they abided in the will of God. Indem Gott die beiden konfrontiert mit den Folgen ihrer Handlung, wird ihre Entfremdung noch vertieft, nämlich vom Paradies, dem Ort der innigen Verbundenheit mit Gott, von der Natur, der übrigen Schöpfung, die nunmehr unter dem Befehl steht, feindselig dem Geschöpf zuwider zu werden, das den Willen des Schöpfers außer Kraft setzte, und überhaupt Entfremdung vom Leben selbst, das ihnen durch den Geist Gottes verliehen worden war und das Adam und Eva eingeatmet hatten, als sie dem Willen Gottes noch untertan blieben. However, the estrangement is not total. God provides the wall that now stands between him and human beings with three windows. His image, which is forever imprinted on them and expressed in their participation in the cycle of creation, his forgiving disposition and everlasting care, symbolized in the garments of skin, and his promise, made at the time obscurely, that the descendant of the woman would crush the head of the serpent, the chief author of disobedience and sinfulness. Jedoch ist diese Entfremdung nicht vollkommen. Gott hat eine Wand errichtet, die nun zwischen ihm und den menschlichen Geschöpfen steht, und hat sie mit drei Fenstern versehen. Das erste ist sein Ebenbild, das für alle Zeiten auf die Menschen aufgeprägt bleibt und sich ausdrückt in ihrer Teilhabe am Zyklus der Schöpfung. Zweitens, seine Neigung zur Verzeihung und seine ewige Fürsorge, wie sich dies in der Gabe der tierischen Felle als Bekleidung ausdrückt. Und drittens, sein Versprechen, was zunächst nur in unklaren Weisen, in dunkler Weise gegeben wird, dass ein Nachkomme der Frau den Kopf der Schlange zerquetschen wird, der Schlange als dem Haupturheber von Ungehorsam und Sünde. What God did not say was that this descendant would be himself, because God rarely talks about himself. Was Gott nicht dazu sagte, war, dass er selber dieser Nachkomme sein würde, denn Gott redet selten über sich selbst. The uncreated Word and Son of God starts the work of his divine economy by responding to what the created Son, Adam, had held him responsible for, creating a woman with a sinful inclination, thus providing him with a fatal companion.
das ungeschaffene Wort und der Sohn Gottes beginnt das Werk seines Heils, indem er auf den Adam, den geschaffenen Sohn Gottes, antwortet. Indem er antwortet auf die Tatsache, dass der geschaffene Sohn Gottes Adam ihn selbst Gott verantwortlich machte für die Sünde, indem er eine Frau schuf mit einer sündigen Neigung und insofern ihn mit einem katastrophalen Gefährten versorgte. Bisschen Entschuldigung. As if continuing a centuries old dialogue, God shows that the fault lies not in the nature he created, but in the use humans make of the free will with which he adorned this nature. Mm-hmm. Als ob er einen jahrhundertealten Dialog fortsetzen wollte, zeigt Gott, dass der Fehler nicht in der Natur schuf, wie er sie geschaffen hat, sondern in dem Gebrauch, den die Menschen von ihrem freien Willen machen, mit dem er sie geschmückt hatte. Fittingly, he does this through a woman. Passenderweise macht er das durch eine Frau. Unlike her foremother, the Virgin Mary weighs the message of the Archangel Gabriel against the will of God and finds it to be genuine. Anders als ihre Ahnfrau, also Eva, hat die Jungfrau Maria die Botschaft des Erzengel Michael geprüft. Gabriel geprüft im Blick auf den Willen Gottes und hat diese Botschaft für echt erkannt. Contrary to Eve, the Virgin displays wisdom. But this does not suffice to heal the wound opened by Eve's disobedience. Anders als Eva zeigt die Jungfrau Weisheit. Aber auch dies genügt noch nicht, um die Wunde zu schließen, die durch Evas Ungehorsam geschlagen wurde. In accordance with Mosaic law, her acceptance of the Archangel's word would inevitably result in her being subjected to the penalty of death. Nach dem mosaischen Gesetz würde ihr Akzeptieren des Worts des Erzengels unvermeidlich das Ergebnis gehabt haben, der Todesstrafe sich auszusetzen. Therefore, her fiat implies the possession of an additional cardinal virtue, a virtue which serves as the foundation of her free will, and which will be celebrated by the Apostle of the Gentiles as being superior to the law, namely faith. Darum hat ihre Antwort, es geschehe, wie Gott sagt, gezeigt, dass sie eine Haupttugend besaß, eine Tugend, die als Grundlage ihres freien Willens diente und die später vom Apostel zu den Heiden gefeiert wurde als höher als das Gesetz, nämlich den Glauben. A descendant of Abraham, the mother of God displays the faith of her forefather in two ways. Als eine Nachkommen von Abraham hat die Gottesmutter ihren Glauben, den Glauben ihres Ahnherrn in zwei Weisen bewiesen. For Abraham believed, hoping against hope, so that he became the father of many nations, according to what had been spoken, so will your descendants be. He did not weaken in faith when he considered his own body to be already dead, and also the deadness of Sarah's womb. He did not waver. Okay. That's here. Okay. Wait. He did not waver. Excuse me. He did not waver in unbelief at God's promise, but was strengthened in his faith and gave glory to God,
because he was fully convinced that what God had promised, he was also able to do. Therefore, it was credited to him for righteousness. Er hat nicht gewankt, von hier, als ein, vor Abraham believed, denn Abraham glaubte, indem er gegen alle Hoffnung hoffte, so dass er, durch Glauben schickte sich Abraham an, als er versucht wurde, an den Isaak, hier, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf dass er Vater vieler Nationen werde, gemäß dem, was gesagt wird, also wird dein Same sein. Und nicht schwach geworden im Glauben, zog er etwa 100 Jahre alt, nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib in Betracht, noch das Erstorbensein des Mutterschoßes der Sarah. I think that's how far you got. Und er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch den Unglauben, sondern wurde gestärkt durch den Glauben, Gott die Verherrlichung gebend, und war gewiss, dass er mächtig ist, was er verheißen hat, auch zu tun. Darum auch wurde es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Similarly, the mother of God, after receiving reassurance that her virtue would not be compromised, trusted that God was able to grant her a son in her virginity. In gleicher Weise hat die Gottesmutter, nachdem sie Versicherung erhalten hatte, dass ihre Tugend nicht kompromittiert werden würde, vertraut, dass Gott fähig war, ihr einen Sohn in ihrer Jungfräulichkeit zu schenken. Again, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. He received the promises, and yet he was offering his one and only son, the one to whom it had been said, your offspring will be traced through Isaac. In eben dieser Weise schickte sich durch Glauben Abraham an, als er versucht wurde, den Isaak darzubringen und den einzig Gezeugten darzubringen, war im Begriff, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. In the same manner, the mother of God did not protect herself behind her unblemished morality according to the law, but rather, aware that being discovered pregnant outside of wedlock made her liable to be executed by stoning, believed, that is, put her faith solely in God. In derselben Weise hat die Gottesmutter sich nicht hinter ihrer tadellosen Moral nach dem Gesetz versteckt, sondern stattdessen durchaus im Bewusstsein, dass wenn sie als schwanger erkannt werden würde außerhalb einer Ehe, sie das Risiko einging, sich durch Steinigen töten zu lassen. Sie glaubte, das heißt, sie legte ihren Glauben allein auf Gott. Vertrauen. Vertrauen. Okay, her faith. Also ihr Vertrauen. Trust wäre über For despite her knowledge of the law and against what could be considered her sound judgment, she chose to abandon herself to his holy will. Denn trotz ihrer klaren Erkenntnis des Gesetzes und trotzdem, was ein vernünftiges Urteil gewesen wäre, hat sie gewählt, sich entschieden, sich hinzugeben Gottes heiligen Willen. In this fashion, Christ, with the synergy of his most holy mother, started healing the human will at the very moment of his conception. Auf diese Weise hat Christus in der Synergie mit seiner allerheiligsten Mutter begonnen, den menschlichen Willen zu heilen, und zwar schon im Moment seiner Empfängnis. For by defying the threat of defamation and death in order to obey God as his humble servant, the Virgin opened the way to the healing of the wound of Eve,
who disobeyed God, thinking she could become his equal, thus submitting herself and her descendants to the judgment of death. Indem sie die Bedrohung der Anklage und des Todes für nichts erachtete, um Gott zu gehorchen, als seine demütige Dienerin, hat die Jungfrau den Weg eröffnet zur Heilung jener Wunde von Eva, die Gott ungehorsam war, weil sie dachte, sie könnte ihm gleich werden. Die Jungfrau hat so sich selbst, die Eva hat so sich selbst und ihre Nachkommen dem Urteil des Todes unterworfen. The Mother of God herself was aware that through her the Lord had helped his servant Israel, remembering his mercy to Abraham and his descendants forever. Die Gottesmutter war sich bewusst, dass durch sie der Herr sich angenommen hat, Israels, seines Knechtes, zu gedenken des Erbarmens, wie er geredet hat zu unseren Vätern, zu Abraham und seinem Samen auf ewig. Her unshakable trust that she would be justified through her faith is found in her prophetic words she spoke to Elizabeth. Surely from now on all generations will call me blessed. Ihr unerschütterliches Vertrauen, dass sie gerechtfertigt würde durch ihren Glauben, findet sich in den prophetischen Worten, die sie zu Elisabeth sprach: Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Does it follow then that by becoming flesh, by being born the son of Mary, the son of God remembered his mercy only to Abraham and his descendants according to the flesh? In the words of Saint Paul. Aha. Heißt das, dass indem er Fleisch wurde, indem er der Sohn von Maria wurde, dass der Sohn Gottes sich nur an sein gnadenreiches Versprechen an Abraham erinnerte und an seine fleischlichen Nachkommen? In den Worten des heiligen Paulus: Gilt diese Seligpreisung nun für die Beschneidung oder auch für die Vorhaut? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht allein dem aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende als Seiendes ruft. In other words, St. Paul argues that God became man in order to save the whole of humanity. Just like he saved humanity through Noah, so he promised salvation to the whole of humanity through Abraham, the father of Israel according to the flesh, and of the Gentiles according to faith. Das heißt, der heilige Paulus sagt, dass Gott Mensch wurde, um die Gesamtheit der Menschheit zu retten. Genauso wie er die Menschheit durch Noah rettete, so versprach er Rettung der gesamten Menschheit durch Abraham, dem Vater Israels nach dem Fleisch und der Heiden nach dem Glauben. The whole of humanity needs his mercy. The righteousness of God is through the faith in Jesus Christ to all who believe, since there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God. They are justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Die Menschheit als Ganze braucht sein Erbarmen. Aus Römer: Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben Jesu Christi für alle und über alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes.
Aha, Sie sind frei gerechtfertigt durch diese Gnade, durch die Erlösung, die aus Jesus Christus kommt. Dies This does not in any way invalidate the election of Israel. Rather, the universal redemption was foretold by the prophets and took place within Israel. Dies macht in keiner Weise die besondere Auserwähltheit Israels zunichte. Im Gegenteil, die universale Errettung war vorausgesagt durch die Propheten und fand ihren Raum innerhalb von Israel. Denn ich sage, dass Jesus Christus, wie der Römerbrief, ein Diener der Beschneidung geworden ist für die Wahrheit Gottes, auf dass er die Verheißungen an die Väter vergewisserte, auf dass die Nationen aber Gott verherrlichen für das Erbarmen, gleich wie geschrieben steht, darum will ich bekennen unter den, dich bekennen unter den Nationen, Herr, und will Psalmen singen deinem Namen. Und wiederum sagt er, Zitat, seid frohgemut, ihr Nationen, gemeinsam mit seinem Volk. Und wiederum, Zitat, lobet den Herrn all ihr Nationen und lobpreiset ihn all ihr Völker. Und wiederum sagt Isaias, Zitat, es wird sein, die Wurzel des Jesse und der, welcher ersteht, über die Nationen zu herrschen, auf ihn werden die Nationen hoffen. In his commentary on the Epistle to the Galatians, St. Jerome writes, God, providing that the descendants of Abraham should not be mixed with the other nations, marked off the Israelite people by a particular rite, circumcision. Believers are now cleansed by our Lord Jesus Christ through a spiritual circumcision. In seinem Kommentar zum Brief an die Galater schreibt der heilige Hieronymus, Gott sorgte dafür, dass die Nachkommen Abrahams sich nicht mit anderen Völkern vermischen sollten und sonderte das israelische Volk aus durch einen besonderen Ritus, nämlich die Beschneidung. Die Gläubigen jetzt sind gereinigt durch unseren Herrn Jesus Christus durch eine geistige Beschneidung. Wie was? Okay. We will come back to this later, but I've inserted this quotation from St. Jerome because the fathers in general see in Christ a spiritual, that Christ gives a spiritual meaning to every commandment. Well, to every commandment and to every practice. Or either under the law or everything he himself does. Ich habe dieses Zitat des heiligen Hieronymus hinzugefügt, um daran zu erinnern, dass die Väter stets sagten, dass Christus den Riten und Geboten des Alten Testaments und allem, was dort geschah, einen besonderen geistigen Sinn gab. The election of Israel was that of a nation consecrated to God. Die Wahl Israels war die Wahl eines besonderen Volks, das Gott geheiligt sein sollte. As the Anglican biblical scholar and theologian Richard Bauckham observes, Israel's election is meant to be paradigmatic rather than exclusive. Wie der anglikanische Wissenschaftler und Theologe Richard Bauckham feststellt, die Wahl Israels ist gemeint als eine exemplarische Wahl, nicht als eine exklusive Wahl. Through the chosen people, the blessing bestowed upon Abraham would come to the Gentiles by Christ Jesus, so that we could receive the promised Spirit through faith, so that we might receive adoption as sons. In other words, the election of Israel served the universal salvation brought about by the God-man Christ. Durch das auserwählte Volk
sollte der Segen, der Abraham geschenkt worden war, also jetzt Zitat, damit in Christus der Jesus, der Segen Abrahams zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Damit wir die Annahme an Sohnes statt empfingen. In anderen Worten, die Wahl Israels diente der universellen Rettung, die durch den Gottmenschen Christus gebracht wurde. In assuming human nature, the Son of God, who is equal to the Father, also assumes the responsibility that his first created brother declined, ascribing culpability to the Father instead. Indem er die menschliche Natur annahm, hat der Sohn Gottes, der dem Vater der Natur nach gleich ist, auch die Verantwortung übernommen, die sein erst geschaffener Bruder Adam ablehnte, indem er die Schuld dem Vater zuschob. He redeems Adam's disobedience through his obedience. Er macht wieder gut Adams Ungehorsam durch seinen Gehorsam. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden. Indeed, Christ Jesus, existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Instead, he emptied himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity. And when he had come as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on a cross. Similia similibus quantur, namely the death brought about by Adam's disobedience through his own innocent death. Jesus Christus, welcher, Zitat, in Gottes Gestalt seiend, es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtesgestalt annahm. In Ähnlichkeit von Menschen wurde und in der äußeren Form als Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam ward bis zum Tod, und zwar bis zum Tod am Kreuz. Durch Ähnlichkeit Ähnliches heilend, nämlich den Tod, der durch Adams Ungehorsam entstanden war oder in die Welt gekommen war, durch seinen eigenen unschuldigen Tod, ja, heilend. In sharing the human nature, the Godman shares consciously the responsibility common to all the descendants of Adam. Indem er die menschliche, an der menschlichen Natur Anteil nahm, hat der Gottmensch bewusst die Verantwortung, die alle Nachkommen Adams tragen, übernommen. In his obedience, Christ reconciles us with the Father. He gives himself as a ransom for all, as he accepts to be made sin for us, through his assuming responsibility for the sins of the world, so that we may become the righteousness of God. In seinem Gehorsam versöhnt Christus uns mit dem Vater. Er gibt sich selbst als ein Lösegeld für alle, indem er es annimmt, für uns zur Sünde zu werden, indem er Verantwortung für die Sünde der Welt nimmt, so dass wir alle Gerechtigkeit, so that we may become the righteousness of God. Which one is this? 23. Oh. Denn der, der die Sünde nicht kannte, hat an unserer Stadt zur Sünde gemacht. Denn den, der die Sünde nicht kannte, hat er an unserer Stadt zur Sünde gemacht, das muss wohl Gott sein, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Indeed, he reconciles heaven and earth in his divine human existence.
In der Tat, er versöhnt Himmel und Erde in seiner gottmenschlichen Existenz. His sinless offering of himself for the sins of all men born on earth from the beginning of time until his second coming serves to redeem the world because as an act of love resonates with the power that created the world, the love of the Father. Sein sündloses Selbstopfer für die Sünden aller Menschen, die auf Erden geboren war, hat vom Anfang aller Zeiten bis zu seinem zweiten Kommen dazu gedient, die Welt zu erretten, weil als eine Tat der Liebe es spiegelt, as an act of love resonates with the power that weil dies als eine Liebestat widerspiegelt die Macht, die die Welt geschaffen hat, die Liebe des Vaters. No, it is resonant. Yeah, resonate is very difficult. Resonate, das heißt, es ist wie eine Art von innerem Widerhall. Ja. Das hat das Akustische. Mm-hmm. The resurrection. You're here. Yeah. The resurrection opens the way to a new creation. Die Auferstehung öffnet den Weg zu einer Neuschöpfung. As an entirely gratuitous sacrifice, the death of the Lord alters the fundamental structure of humanity's relationship with God, shifting it from a framework of justice to one of indestructible love. Als ein vollkommen freies, ungezwungenes Opfer hat der Tod des Herrn die Grundstruktur der Beziehung der Menschheit zu Gott geändert. Dieses Opfer hat diese Beziehung aus einem Kontext der Gerechtigkeit in einen Kontext der unvergänglichen Liebe überführt. The life-giving energy of this love could not be constrained by the legalistic claims of the adversary who was vanquished and disarmed by the humility of the Son of God and the glory of the Son of Man, the resurrection of the God-man. Far from being the end of the Lord's work, this marked a new beginning. Die lebensspendende Energie dieser Liebe konnte nicht an legalistische Anforderungen gebunden werden, die der Feind vorbrachte, der überwältigt wurde und entwaffnet wurde durch die Demut des Gottessohnes und die Herrlichkeit des Menschensohnes, die Auferstehung des Gottmenschen. Weit entfernt davon, dass dies das Ende des Werks des Herrn wäre, bedeutet dies einen neuen Anfang. It is evident that the redemptive work of Christ is centered on his bodily existence. Ganz offensichtlich ist das Erlösungswerk Christi an seine leibliche Existenz gebunden. However, as St. Paul writes to the Colossians, the entire fullness of God's nature dwells bodily in Christ. Im Gegenteil, wie der heilige Paulus an die Kolosser schreibt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leiblich. This leaves us to understand that everything the God-man undertakes or suffers in the body has primarily a spiritual dimension, both in his God-human existence and for our life. Das hilft uns zu verstehen, dass alles, was der Gottmensch unternommen hat oder gelitten hat in seinem Leib, hauptsächlich eine geistige Dimension hat, sowohl in Bezug auf seine gottmenschliche Existenz selbst und auch für unser Leben. In the Gospel of St. John, Christ clearly relativizes the importance of the temple cult, the center of piety under the old dispensation. Im Johannesevangelium macht Christus sehr klar
eine Relativierung der Bedeutung des Tempelkults klar, der bis dahin das Zentrum der Frömmigkeit unter dem alten Gesetz war. During his conversation with a Samaritan woman, he foretells her the abolition of the temple as the place par excellence of the worship of God, alluding to the establishment of a purely spiritual cult rather than to the destruction of the temple a few decades later. In seiner Unterhaltung mit der Samariterin, sagt er voraus, die Absage oder die, hilf mir jemand, Abolition? Abschaffung des Tempels als herausgehobenen Ort des Gottesdienstes. Er weist hin auf einen reinen geistigen Kultus, mehr als auf die Zerstörung des Tempels, die sich einige Jahrzehnte später vollzog. While in the temple itself, the Lord boldly invites his interlocutors, destroy this temple and I will raise it up in 3 days, causing their dismay and the evangelist's necessary explanation that he was referring to the temple of his body. Im Tempel selbst hat der Herr kühn seine Zuhörer herausgefordert, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn innerhalb von 3 Tagen wieder errichten. Er hat sie, hat Entsetzen in ihnen hervorgerufen und der Evangelist hat erklärt, dass er eigentlich sich auf den Tempel seines Leibes bezog. In both instances, the God-man is preparing us for a new twofold spiritual reality that will emerge after the resurrection, 50 days later, to be precise. In beiden Fällen hat der Gottesmensch uns vorbereitet für eine neue, zwiefältige geistige Wirklichkeit, die aufstehen oder auftauchen wird nach der Auferstehung 50 Tage später, um genau zu sein. The first aspect of this reality regards the faithful and their personal relationship with God. Der erste Aspekt dieser neuen Wirklichkeit bezieht sich auf die Gläubigen in ihrer persönlichen Beziehung zu Gott. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo Christus sitzt, sitzen zur Rechte Gottes, sagt Paul zu den Kolossern. Having fulfilled his obedience on earth, Christ sits the resurrected human nature at the right hand of the Father. Nachdem er seinen Gehorsam auf Erden erfüllt hat, setzt Christus die auferstandene menschliche Natur zur Rechten des Vaters. This is the ultimate act of reconciliation between God and man, the establishment of peace in the eternally divine human hypostasis of Christ. Dies ist der höchste Akt der Versöhnung zwischen Gott und Mensch, die Etablierung des Friedens in der ewigen gottmenschlichen Hypostase Christi. Now the way has been opened for this redeemed humanity to pass to the stage of sanctification. Nunmehr ist der Weg offen für diese erlöste Menschheit, zur Stufe der Heiligung voranzuschreiten. The descent of the Holy Spirit will make sanctification possible for all those who believe and confess the death and the resurrection of the God-man. Die Herabkunft des Heiligen Geistes macht Heiligung möglich für all jene, die glauben und bekennen den Tod und die Auferstehung des Gottmenschen. In his ascension and sitting at the right hand of the Father, the Lord ensures the eternal hallowing of the human nature. In seiner Auffahrt und seinem Sitzen zu Rechten des Vaters versichert der Herr uns der
ewigen Heiligung der menschlichen Natur. At Pentecost, every human being receives through the Holy Spirit the possibility to become the temple of the Comforter. The universal election does not stop at the redemption of the whole humankind, but proceeds to complete the initial plan of God, elevating humanity to his own likeness. Am Pfingsten erhält jedes menschliche Wesen durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, ein Tempel des Heiligen Geistes zu werden. Die universelle Wahl ist nicht damit schon abgeschlossen, dass die gesamte Menschheit erlöst ist, sondern wird fortgeführt, um den ursprünglichen Plan Gottes zu verwirklichen, in dem die Menschheit zu seiner eigenen Ähnlichkeit erhoben wird. Dies macht Paulus klar, wenn er sich an die Korinther wendet: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Geistes ist? The distance. I will again say something out of text. We have to be aware that the person who says this 30 years earlier could not conceive anything else as temple than the building in Jerusalem. Aha, wir müssen bedenken, dass der Mensch, der dies sagte, wer ist das jetzt? Paulus, aha, 30 Jahre früher sich nicht vorstellen konnte, dass irgendetwas anderes ein Tempel sein könnte als der Tempel aus Stein in Jerusalem. The distance between the present understanding of holiness and the cult under the law could not be more striking. Your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God. Der Unterschied der Abstand zwischen diesem Verständnis der Heiligkeit und dem Kult, der noch unter dem Gesetz herrschte, konnte nicht größer sein. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch ist, den ihr von Gott habt. The place of God's presence, the Holy of Holies, where under the old dispensation only the high priest could enter and only once a year, is now each one of those baptized in Christ. Der Ort der Gegenwart Gottes, das Heilige aller Heiligkeit, wo unter dem alten Gesetz nur der hohe Priester eintreten durfte und dies nur einmal im Jahr, ist jetzt jeder von denen, die in Christus getauft wurden. For God saved us through the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit. He poured out his Spirit on us abundantly through Jesus Christ, our Savior, so that having been justified by his grace, we may become heirs with the hope of eternal life. Denn Gott hat uns gerettet durch das Waschen. Moment, das muss doch hier sein. Durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Erretter, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade gemäß der Hoffnung erben würden des ewigen Lebens. Das ist Titus. Indeed, the faithful who received the Holy Spirit through the Lord have received the Spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit himself testifies together with our spirit that we are God's children, and if children, also heirs of God and co-heirs with Christ. In der Tat, die Gläubigen, die den Heiligen Geist durch den Herrn erhalten haben, spricht Paulus so an: Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir schreien, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt zusammen mit unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder, so auch Erben, zum einen Erben Gottes und zum anderen Miterben Christi. The second aspect of the new spiritual reality related to the body of the Godman is this. After the resurrection, his ascension and the descent of the Holy Spirit,
the temple of the Lord's body becomes the church, mm-hmm. which is his body, the fullness of the one who fills all things in every way. Die zweite Seite dieser neuen geistigen Wirklichkeit, die sich auf den Leib des Gottmenschen bezieht, ist folgendes. Nach der Auferstehung, seiner Auffahrt und dem Herabkommen des Heiligen Geistes wird der Tempel des Leibes des Herrn die Kirche, welche sein Leib ist, Epheser, die Fülle dessen, der da alles in allem erfüllt. You're saying something free? No, no, no. You don't have any other quotation from No more quotation. Okay. As the body of the God-man, the church itself is defined by St. Justin as being both heavenly and earthly. Als Leib des Gottmenschen wird die Kirche selbst definiert vom heiligen Justin als sowohl himmlisch als auch irdisch. According to him, the God-man remains in our earthly world and in all worlds as divinely human church. Nach ihm bleibt der Gottmensch in unserer irdischen Welt ebenso wie in allen Welten als gottmenschliche Kirche. Unlike the temples made by human hands, the church shares in the uncreated power of the second person of the Holy Trinity, and as such remains unto the ages. Anders als alle Tempel, die von menschlichen Händen geschaffen wurden, erhält die Kirche Anteil an der ungeschaffenen Kraft der zweiten Person der Heiligen Dreiheit und bleibt so für alle Ewigkeit. The Church, St. Justin affirms, is the fullness of the divine truth, of the divine righteousness, of the divine love, of the divine life, of the divine eternity, is the fullness of all the divine as well as of all human perfections, because the God-man Lord Jesus Christ is the one and twofold fullness of all that is divine and of all that is human. The Church is the complete divine-human unity of all, made immortal and eternal, and having as its head the eternal God-man himself, the second person of the Most Holy Trinity. The fullness of the divine human body of the Church lives through the immortal and life-giving, logos-bearing powers of the incarnate Word and God. This is experienced by all true members of the Church, but more fully so by the saints and the angels. This fullness of the divine human perfections of Christ forms the inheritance of the saints and the hope of our Christian calling, according to St. Justin. Die Kirche, wie der heilige Justin betont, ist die Fülle der göttlichen Wahrheit, der göttlichen Gerechtigkeit, der göttlichen Liebe, des göttlichen Lebens, der göttlichen Ewigkeit, ist die Fülle aller göttlichen wie auch menschlichen Vollkommenheit. Denn der Gottmensch und Herr Jesus Christus ist die eine und zweifache Fülle alles dessen, was göttlich und alles dessen, was menschlich ist. Die Kirche ist die vollkommene gottmenschliche Einheit von allem. Sie ist unsterblich und ewig und hat als ihren Kopf den ewigen Gottmenschen selbst, die zweite Person der allerheiligsten Dreiheit. Die Fülle des gottmenschlichen Leibes der Kirche lebt durch die unsterblichen, lebensspendenden und logostragenden Kräfte des menschgewordenen Wortes und Gottes. Dies wird erfahren von allen wahrhaften Mitgliedern der Kirche, aber in ganzer Fülle von den Heiligen und den Engeln. Diese Fülle der gottmenschlichen Vollkommenheit Christi bedeutet das Erbe der Heiligen
und die Hoffnung unserer christlichen Berufung. Okay. Could I have some more time? Cornelia, would you read this, the last two quotations from there? Okay. Here. Wait. Ah, gut. So it starts das from und here. Das nächste. Yeah. Okay. Thank you. Es gibt jetzt hier noch zwei schöne Zitate, eins aus dem Hebräerbrief, fange ich an. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der künftigen Güte hat, nicht das Bild selbst der Dinge, kann es mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich fortwährend darbringen, die Hinzutretenden niemals vollkommen machen. Denn würde sonst ihre Darbringung nicht aufgehört haben, weil die am Gottesdienst Teilhabenden, einmal gereinigt, kein Bewusstsein mehr von Sünden gehabt hätten? Es erfolgt vielmehr bei eben diesen Opfern alljährlich eine Erinnerung an die Sünden, denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehme. Und das zweite Zitat ist aus dem ersten. We spoke about the body of those baptized as temple of the Holy Spirit and the church as the body of Christ. Both those of the faithful and also the body of the faithful as the communal body of the faithful, the church, are nourished by the body of Christ. Hold it. And then you read this. Check what I'm saying. Der Leib der Getauften ist ein Tempel. Die Kirche ist der Tempel Christi. Is the body of Christ. Ja, ist der Leib Christi, I'm sorry. Und der Leib der Gläubigen in der Kirche wird ernährt durch den Leib Christi. Both the faithful individually and the body of Christ, the church, are nourished by the body of Christ in the Eucharist. Also der Leib Christi ernährt sowohl die einzelnen Gläubigen als auch die Kirche insgesamt als Leib Christi. Jetzt kommt 1. Korinther, denn ich habe vom Herrn übernommen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und nachdem er gedankt hatte, es brach und sprach: Nehmet, esset, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies ist tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Whenever the word the verb anamnisko to remember is mentioned with some importance in the Old Testament. It's for the remembrance of sins or the remembrance of righteousness of a person. Aha, im Alten Testament, wann immer an etwas erinnert wird, dann ist es entweder in Bezug auf eine Sünde oder in Bezug auf eine Gerechtigkeit. The word. Das Wort, Anamnesis. Yeah. When we read the passage from Hebrews, it is clear that what is meant is that Christ did redeem the people once and for all. Because he says, the author of the St. Paul in Hebrews says, if the blood of animals was sufficient to redeem from sin, people would not be aware of any sin anymore. This wouldn't have to be repeated. Meaning that now Christ, as the archpriest, offered a sacrifice once and for all. Aha. Die Stelle aus dem Hebräerbrief vorhin macht klar, Christus hat die Menschen ein für allemal errettet. Wäre das Blut der Tiere bei den Opfern im Alten Testament hinreichend gewesen, hätte man
dieses Opfer nicht jedes Jahr immer wieder von Neuem wiederholen müssen. Christus hat das ein für alle Mal geschafft. When Christ says, do this in my remembrance, it is clear from the Epistle of Hebrews that we are not to remember our sins anymore. We are to remember his sacrifice. We are to remember him. Wenn Christus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, dann meint er, nicht erinnert euch an eure Sünden in einer isolierten Weise, sondern immer nur im Kontext mit ihm und seiner Errettung. Wrong. Sorry. We don't remember our sins anymore. We are not. We don't remember our sins. We remember the Lord. That is why we celebrate Eucharist. He did it once and for all. Okay. Unsere Erinnerung bezieht sich nicht mehr auf Sünden, die hat er ein für alle Mal ausgelöscht, sondern wir erinnern uns an ihn. Okay. Thank you. Ich schlage vor, dass wir, als es jetzt schon 5:57 ist und wir sollten unsere freie Zeit haben, aber okay, nur ein paar Fragen und dann bis 7 Uhr haben wir Freizeit und 7 Uhr ist das Abendessen. So, 10 Minuten für die Fragen, okay? Ja. Thank you very much for your lecture. The question that I have is generally, I don't quite understand the concept of sacrifice. Because for me, sacrifice is something symbolic that people use to show in a material way something which is immaterial. And what I do not understand, and this is, you know, it's used then in all cultures and not only in Christianity. But what I don't understand is why God asked people in the first place to do the sacrifice in the Old Testament, which was the, you know, the animals, and then why did he repeat that in such a big scale? Because it's a symbol of why he couldn't do it in any other way. So why sacrifice as such is needed? This is what I... Kannst du das auf Deutsch sagen? Ja. Also, steh mal auf, damit alle hören. Also vielen Dank für den Vortrag. Also meine Frage ist, ich verstehe nicht so ganz das Konzept vom Opfer, weil für mich Opfer ist etwas, das ein Mensch nutzt, um etwas Materielles immateriell zu äußern oder auch zu sagen. Insofern, ich verstehe nicht, warum Gott überhaupt Opfer braucht. Warum hat er im Alten Testament eben Opfer von Tieren verlangt und dann im Neuen Testament das auf natürlich ein anderem Maß vollbracht, wobei er das vielleicht irgendwie anders machen konnte. Also warum Opfer ist überhaupt notwendig als Konzept? Die Sache ist die, dass und der heilige Paisus schreibt viel darüber, dass wir dem Teufel Rechte geben durch unsere Sünden. Und weil Gott durch und durch gerecht ist, ist er nicht mal ungerecht gegenüber dem Teufel. Gott, das ist jetzt sehr menschlich, Gott ist in dem Dilemma, dass er den Menschen retten möchte, aber den Menschen nicht retten kann, weil der Mensch selbst Rechte vergeben hat. Und Lösung ist das Opfer, das freiwillige Opfer, durch das ein Mensch sich von etwas trennt, um sozusagen aufzuwiegen, was falsch gelaufen ist, obwohl das natürlich so nicht zu rechnen ist. Also es ist jetzt keine mathematische Sache. Aber es ist, dass der Mensch lernt, von seinem Egoismus wegzugehen und damit dem Teufel Rechte zu nehmen. Und das ultimative Opfer ist natürlich das Blut Christi, das so wertvoll ist, dass es alle Ungerechtigkeiten aufwiegt.
damit kann der Mensch gerechtfertigt werden, trotz all des Unrechts, das er verübt. Gott braucht dieses Opfer nicht, wir brauchen das Opfer. Und wir brauchen das Opfer, damit wir die Schuldzettel sozusagen, deswegen heißt ja auch, der, er hat die, die Schuldschrift zerrissen durch sein Opfer am Kreuz. Aber es, außer dem Opfer gibt es keine, sozusagen keine Möglichkeit, als eine gerechte Schuldschrift zu zerreißen. Gott dürfte diese Schuldschrift nicht zerreißen angesichts seiner eigenen Gerechtigkeit gegenüber Schuldzetteln, die wir dem Teufel ausgestellt haben. Und das Opfer ist der einzige Weg, praktisch beide Seiten in Einklang zu bringen. Wirklich echt müde. Das war sehr gut. Also praktisch ist das ja unser Egoismus letztendlich. Ja, durch unseren Egoismus geben wir dem Teufel Rechte. Genau, und wir opfern symbolisch unseren Egoismus durch unsere materiellen Züge. Genau. Und halt in dem Maße, in dem es wirklich ein Opfer ist, wie Christus eben in der Säulenhalle da steht, und sagt, diese Witwe mit den 2 Center, die hatte mehr eingeworfen als alle anderen. Also, weil sie nämlich praktisch alles gegeben hat, was sie hatte. Und die Reichen, die geben halt aus ihrem Reichtum heraus so ein Opfer, aber dieses Opfer ist nicht eben das Opfer, was Christus meint. Und sein Opfer ist total, sein Opfer ist das Leben für das Leben der Welt, sein eigenes Leben für das Leben der Welt. Das ist... Und praktisch aufgrund dieses Opfers sind alle Rechte des Teufels getilgt, wenn wir das Opfer Christi annehmen. Wenn wir es nicht annehmen, oder sagen wir mal, insoweit wir es nicht annehmen, gelten unsere Schuldscheine. Und der Teufel darf sie gerechterweise einfordern. Mhm. Johanna? Wenn sie müde sind. Also ich bin auch hängen geblieben noch an dem Ransom, an dem Lösegeld. Das haben Sie ja nur in einem Satz erwähnt. Aber das ist für mich wirklich ein Riesenproblem. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir beide. Gregor von Nyssa sagt genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Nämlich der Gedanke, dass der Teufel Rechte hätte, sei blasphemisch. Also auf keinen Fall wird Gott ein Lösegeld an den Teufel zahlen, an seinem eigenen Sohn. Sondern Gregor von Nyssa gibt keine Lösung von dem Problem, sondern sagt, das ist irgendwie ein Mysterium. Der Theologe. Gregor der Theologe. Oder der. Auf jeden Fall. Jedenfalls ein Gregor. Einer von den beiden. Ja. Ich kann das alles verstehen, ich brauche eigentlich dieses Lösegeld überhaupt nicht, oder? Also die Versöhnung mit Christus, durch den Gehorsam von Christus, als Gottmensch, versöhnt mich mit Gott und ich brauche dieses ganze Lösegeld gar nicht. Aber es wird trotzdem, es wird ja erwähnt, es ist zentral irgendwo. Aber was heißt das denn? Also ich gab es nicht. Naja, der Heilige, also ich widerspreche mal Gregorius von Nazianz nicht. Ne? Die Blasphemie besteht nicht darin, dass es ein Lösegeld gibt, sondern die Blasphemie besteht für den Heiligen Gregorius von Nazianz darin, dass man das Opfer, das Lösegeld dem Teufel gibt. Ja, aber das ist ja genau das. Nein, das ist nicht genau das. Das Lösegeld ist dafür, dass Gott die Freiheit hat, dem Teufel die Schuldschreine zu zerreißen. Das Lösegeld geht nicht an den Teufel, sondern das Lösegeld gibt gibt Gott praktisch das Recht, dass er die Rechte des Teufels auf gerechte Weise zerreißen darf und nicht ungerecht. Denn dann wäre Gott ungerecht. Er ist nicht mal das ist ein so radikales Konzept, dass Gott nicht mal ungerecht ist gegen den Teufel. Nicht mal.
Martin hatte eine Frage. Ja. Oder? Ich wollte eigentlich nochmal zurück zum Opfer, aber sind Sie so fertig? Ich bin fertig, ja. Also, wenn ich darf, kurz. Ja, gerne. Also, weil ich habe das, falls ich das richtig verstanden habe, ging es darum, dass das Opfer so etwas Symbolisches, vielleicht sogar Metaphysisches, nichts Wirkliches ist quasi. Ne? Das ist per se falsch, würde ich sagen. Denn das, was Sie gerade machen, ist Opfern. Wir opfern Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit, Energie, alles. Eltern opfern für ihre Kinder, Mütter opfern ihren Leib. Das Leben ist Opfer, das ist eine fundamentale Wahrheit. Und im Alten Testament, wenn man das liest, dann steht da, warum Gott den Menschen quasi dieses Ritual gibt, also ein System gibt des Opfers, ein richtiges System. Also Gott lehrt Israel, wie man opfern soll, ihrer eigenen Errettung willen. Denn wenn man sich die Heidenvölker anschaut, was opfern die? Die opfern ihre eigenen Kinder auf den Altären von Baal und so weiter. Also, und wenn man dann weiterschaut, zuerst werden Tiere geopfert, dann, also ganz am Anfang geht es darum, was ist höher? Pflanzenopfer, Kain, oder Blut, Abel, das ist schon vorab gebildet, dass Blut das höchste Opfer ist. Deshalb als Ersatz für uns und so weiter werden Tiere geopfert. Dann kommt das Höhere. Abraham soll seinen eigenen Sohn opfern. Und dann opfert Gott, also das Höchste ist, dass Gott seinen eigenen Sohn opfert, aber für uns bedeutet das, dass wir uns selbst opfern. Ne? Also, und das ist eigentlich auch die Bedeutung des Tempels. Also die Analogie zum Tempel ist nicht einfach irgendwas so was Symbolisches, sondern es ist wirklich faktisch real. Also da oben ist ein Tempel, dort wird ein Opfer gebracht, wir sind ein Tempel, in uns wird ein Opfer gebracht. Opfer des Lobes. Ein Kampf gegen die Leidenschaften ist ständiges Opferbringen. Also das Opfer ist so zentral und eben nicht nur symbolisch oder metaphorisch, sondern es ist unfassbar her, deshalb tut es halt weh. Also, leben als wir hatten hier eine Frage, ich habe den Namen vergessen. Sie hatten eine Frage, oder? Ja, also auch zum Opfer. Wenn man im Neuen Testament guckt, wo Jesus zum Beispiel zu den Blinden also wieder Sehkraft gegeben hat, hat er gesagt, geh da und wasche dich und zeig dich den Priestern. Oder wo eine Frau, die an Blutungen litt, sozusagen Heilung bekam. Und, aber naja, und dann, es ist so, man muss ja irgendwie öffentlich bezeugen, da bringen, ne, dass man durch diese Gnade oder durch diese Sündhaft Opfer gebracht hat und dadurch irgendwie so eine Heilung bekam oder Gnade. Also durch diese ganze Gespräche habe ich meinen. Doch, Johannes, Sie hatten eine Frage oder was? Ja, ich möchte zurück zu diesem Gedanken. Dieser Adam sagt, die Frau sagt, die Schlange war schuld, und dann dieser Jahrhunderte alte Dialog sozusagen von Gott, der als Antwort gibt die Beschuldigung des Menschen, Gott, du bist schuld, und seine Antwort ist, er opfert sich. Also dass wir das jetzt herunterbrechen auf das Opfer, wir nicht vergessen, dass die Liebe allumfassend ist und dass das eben diesen wunderschönen Gedanken, den Mutter Andrea ausgesprochen hat, dass es eine Antwort ist, Gottes auch, auf das, was Adam gesagt hat, du bist schuld. Also was ich damit sagen will, man kann es nicht nur, dieses mit dem Opfer stimmt alles und mit dem Lösegeld, aber das Handeln Gottes ist immer sehr schwierig zu verstehen mit unserem Denken, und deswegen umfasst das mehr, und deswegen finde ich dieses Bild so schön. Stimmt das, was ich jetzt gesagt habe? Ja, natürlich stimmt es. Also, aber es muss ja doch ein gangbarer Weg gewesen sein. Ne? Und der gangbare Weg geht eben nur über das Opfer. Also es geht nicht über die Liebe ganz allgemein, sondern es geht über die opfernde Liebe oder sich opfernde Liebe. Weil das alles
andere ist eben problematisch. Genau, der Ausgangspunkt ist die Liebe und deswegen das Opfer und nicht das legalistische Einzahlen der Schuld, sozusagen. Ich mache etwas gut damit. Ja, das eine schließt das andere nicht aus, das ergänzt sich. Ne? Genauso wie bei der Beichte gibt es auch den juristischen und den therapeutischen Aspekt. Ne? Und beide sind notwendig. Den juristischen Aspekt, den kann man nicht ausschließen. Und soweit ich das verstehe, in den meisten orthodoxen Kirchen wird jetzt nur noch der juristische Aspekt praktiziert in der Beichte. Ne? Eine Aufzählung von Sünden und fertig. Das ist nicht eine Sünde. Und das ist eine Verkürzung. Ne? Das braucht man beides. Man braucht eben die Liebe, ja. Und von der geht das alles aus, aber die Liebe muss einen gangbaren Weg gehen, um Liebe zu bleiben. Ich meine, natürlich hätte Gott das auch anders machen können. Er hätte einfach auf die Erde kommen können, mit dem Finger schnippen, alle stehen stramm und dann jetzt hier rechts und wer Mucks kriegt, eins über den Deckel. Das hätte auch funktioniert, aber da wäre keine Liebe mehr. Also die Liebe muss ja Liebe bleiben und deswegen kann sie nur über das Opfer das wirken, was sie wirken möchte. Das geht nicht anders. Gott hat keinen anderen Weg gehabt. Ist das so vielleicht so ein öffentlicher Akt, also zur Erkenntnis, dass man... Das hat Neil wollte sagen. Ja, genau. Also wir sind beim Thema eingelandet, wo man natürlich von verschiedenen Seiten sprechen kann, so wie wir das schon erlebt haben mit den Heiligen Vätern. Es gibt keine endgültige Antwort oder keine richtige Antwort, sagen wir so, einzige richtige Antwort. Ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen. Christus rettet uns dadurch, dass er rückgängig macht das, was Adam angerichtet hat. Das ist so ein wiederkehrender Gedanke bei den Vätern. Und Adam war ungehorsam, Christus ist dem Vater gehorsam. Adam war egoistisch, also hat auf seine eigene Zufriedenheit oder Befriedigung, seine Wünsche abgesehen. Christus opfert sich, also Opfer ist das Gegenteil des von Egoismus. Zum Beispiel an Heiligen Markus, dem Asketen, bestand der Sündenfall darin, dass man die Liebe aufgegeben hat. Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen, Mitmenschen. Das war der eigentliche